auf, so. Dann bin ich eh gleich fertig. Dann nur noch das ganze Feld fertig machen. Jetzt dürften ja die Seeds dürften reichen. Für das ganze Vorhaben. So, komm her. So. Haben wir hier noch zwei Reihen. Und dann heben wir noch den Acker aus, dass hier losgehen kann. Dass die Felder komplett bewirtschaftet sind. So. Wenn mal irgendwas ins Wasser gefallen ist, ist mir jetzt gerade Pelle. Der Creeper hat sich immer noch nicht verzogen. Scheiß da. Na, komm. Haut wieder nicht ganz so hin, wie ich es wollte, aber hilft ja nicht. So. Oh, meine Finger werden lahm durch die Technik. So. Dann mache ich hier mal so. Achso, falsche Taste. Dann pflanzen wir hier gleich wieder. So. Sieht ja schon gut aus. Dann haben wir auch das das Feld komplett voll. Ein Schaf. Der Creeper steht immer noch rum. Ich glaube, da muss ich eine Schlacht schlagen. Sind die Schweine schon groß? Nee. Hätte ja sein können. So. Haben wir die letzte Reihe noch. Da, 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 da. Nee. So. Jetzt passt die Sache. Jetzt zücke ich mal meinen Bogen. Gucke aber erst, wie viele Pfeile ich noch habe. 4 Stück. Und stelle mich dem Creeper. So, komm her hier, bam. Und bam. Schon ist er tot. Leider ist hier von dem Pfeil nichts liegen geblieben. Aber was soll's. Hilft ja nicht. Dann müssen wir hier mal wieder rein. Wo muss ich denn hier? Ah, hier. So. Ah, der war nix. So. Hier, hier, hier und hier. Die kleine Kuh ist immer noch da. Zwei kleine Schweinchen haben wir auch noch. So. Und wie viel Weizen? Einiges. Und einiges an Seeds. Also, puh, die brauchen wir nie wieder sammeln. Da ist mal genug vorhanden, würde ich jetzt mal behaupten. So, jetzt gucke ich mal hier rein. Die 52 Bricks sind auch fertig. Dann mache ich die noch schnell. So, dann kann ich die auch schnell verpflanzen. Dann geht's ja voran. Und dann geht's an Schilf wieder ernten. So, bam, bam. So, aber du bist total deplatziert gerade. Nein. Ja, die brauche ich. Aber für Weizen haben wir jetzt definitiv genug fürs Erste. Nicht nur fürs Erste, also das reicht. Mache ich hier mal alles in die Essenskiste rein.
Dann ist das mal gut verräumt. Ja, gut, da muss ich demnächst nicht mehr ausrücken. Dass ich hier was zu fressen habe. Oder dass meine Viechers was haben. Wie heißen die jetzt? Zuckerrohr. Aha. Die Sugar Canes. Hoppala, den Pfeil brauche ich noch. Ach, hätte ich eigentlich. Hä? Na, egal. Ach, da ist er. So, dachte schon, der ist weg. Ja, sieht gut aus. Die kommt hier runter. Und dann klopp ich mal Zuckerrohr mit meinem Brot. Dann kann ich noch ein paar Bücherregalchen machen. Stehst mir im Weg. Deswegen wirst du getötet. Ja, genau. Brauchst du nicht nicken. Es ist so. So, Brot, komm her. Dann ernte ich das nochmal schnell ab. Mache ich wieder eine große Runde. Ups, da habe ich eins zu viel erwischt. So. Habe ich hier mal wieder richtig platziert. Was geht denn hier ab? Schwebt hier in der Luft rum. So, dann habe ich hoffentlich alles. So. Jetzt dürfte ich aber endgültig alles haben. Ein Schwein sieht aus, wie das schon groß geworden wäre. Dann dürfte ja das zweite nicht mehr so lange dauern. Dann kann ich hier ein bisschen nachzüchten. Nachzucht betreiben und so. Zack, 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 zack. Dann haben wir hier auch mal die Bücherregale bald beisammen, hoffe ich mal. Würde mich aber jetzt auch nicht stören, wenn ich jetzt doch noch einiges zu tun habe dran. So. Also noch öfters solche Runden drehen muss. Wenn das Projekt am Ende dann passt oder gut aussieht, wieso nicht, dann dauert es halt länger drauf geschissen. Und das sage ich heute ziemlich oft drauf geschissen, halt einfach drauf geschissen ist, ne? So. Das nehme ich hier noch ab, perfekt. So, und dann werfe ich mich schnell in die Koje. So, ab dafür. Dann ist hier Ruhe. Im Gebälk. So. Bevor hier irgendwas auf die doofe Idee kommt und hier spawnt. In der Nähe muss ich mich schon schlafen legen. So. Hingelegt, geschlafen, ich trinke einen Schluck kurz. So kann ich dann zumindest noch eine halbe Stunde überleben. In der Wirklichkeit, weil ich ja hier mir den Mund fusselig rede, auch wenn es meines Erachtens heute schon wieder weniger ist, was ich rede. Aber irgendwann ist halt die Spucke auch mal weg. Muss man auch mal kurz was trinken. Dann bleibt der Redefluss auch mal erhalten. Muss ja auch sein. So. Da ist noch ein 64er. Und zack. So. Genug Seiten dürfte ich jetzt haben. Kriege ich wieder ein paar Bücher raus. So. Pupp.
12 Stück. Zack. Haben wir das, aber das Holz wird wieder nicht reichen. Deswegen gehe ich zu meiner schönen Kiste, wenn ich die Maus hier richtig mal platziert habe. Auf der Couch sitzen zu spielen ist jetzt nicht unbedingt so einfach, weil die Couch irgendwann auch mal zu Ende ist. Wird es Zeit, dass wieder Sommer wird und ich mal in meinem Computerzimmer aufnehmen kann. Oder ich stelle mir bald mal eine Heizung rein, weil sonst drehe ich durch da oben, weil es einfach zu kalt ist. So. Ich glaube, das wird nicht reichen. Aber der gute Wille zählt. So. Zack. Ist auch schon wieder vorbei. Dann muss ich nochmal Holznachschub holen. So. 264er Stacks dürften reichen, glaube ich. Ja. So. Einen. Zwei. So. Ja, dürfte reichen. Wo sind sie denn, meine Bücher? Da sind sie ja. So. So, die reichen leicht, die zwei Stacks. Sehe ich gerade so. So. Sammel ein das Zeug, dann ist hier Ruhe. So, so viel habe ich heute eigentlich noch nicht erschaffen. Bin ich jetzt der Meinung, aber es geht voran. Also das zumindest. So, meine Bücherregale. Nee, das war nix. Du kommst wieder. Ah, du zerfällst ja, oder? Ah, zumindest in Bücher. Cool. Zumindest etwas. Und Stickies, glaube ich. Nö. Zerfällt sogar wieder. Nicht mehr verloren, die Bücherregale. Auch ein guter Fortschritt. Jetzt baue ich die mal von Weitem ab. Dann kann ich mal angucken, was da alles rauskommt. Nö. Nur Bücher. Aber die Bücher sind eigentlich das Wertvollste an der ganzen Sache. Bin ich jetzt mal der Meinung so. Und hier muss definitiv noch Licht dran. Ein paar so Lichtelemente. Hier zum Beispiel. So. An die Decke einfach mal visiert, dann haut es auch hin. So. So. Nee, die ist verkehrt. Kommt hier hin, oder? Ja. So stimmt es schon eher. Und hier ist hier auch mal ausgeleuchtet. Dann mache ich hier noch zwei her. Ist ja auch nicht unbedingt logisch, in der Bücherei so auszuleuchten mit Fackeln. Könnte mal schnell ein Buchbrand entflammt werden. Aber Fackeln sind ja einfach fast die einzigen Lichtquellen. Außer Lightstones, aber Lightstones muss ja auch erstmal in die Hölle kommen. Man muss in die Hölle Feuer führen und da bin ich jetzt nicht unbedingt Feuer und Flamme dafür. So, das kommt hier rein. Dann könnte ich was machen. Jetzt schaue ich mir erstmal die ganze weite Prärie an. Und schätze ein, was ich machen kann. Die sind immer noch nicht erwachsen. Hier laufen auch noch zwei Schweinebabys rum. Ich bräuchte mal wieder eine Idee, was ich bauen könnte. Ich bin immer so unkreativ. Scharfe Scheren? Scharfe Scheren? Scharfe Scheren? Scharfe Scheren? Nee, oder? Nee. Nicht schon wieder. Das,
das mit dem Wasserfall war eigentlich meine kreativste Idee. Jetzt bis jetzt, meines Erachtens. Und sieht jetzt, für das mal, dass meine kreativste Idee war, ist es lausig. Aber hilft ja nicht. Ich bin halt ein sehr einfallsloser Mensch in der Hinsicht. Ich könnte und könnte und könnte noch ein Haus bauen oder könnte ein bisschen auf Erkundung gehen, ein bisschen Lehm suchen. Genau, das mache ich jetzt. Ich suche Lehm. Ich brauche ja noch so viel davon. Und nebenher scher mal ein paar Schafe. Die wollen ja ihr Fell eh nicht. Ach, da ist ja eh Lehm. Ist das cool. Und die Schaufel hier. Wieso bin ich eigentlich so weit das letzte Mal gelaufen, wenn hier eh voll das Lehm vorkommen ist? Kann mir das jemand sagen? So, jetzt tauche ich auf, weil ich eh schon wieder am Sterben bin. Ja, genau so läuft das. Ich sterbe hier immer weg. So, hier ist mal nichts mehr. Es irritiert voll, dass die jetzt das Gras fressen. Nee, das ist alles Sand. Noch mehr Sand. So, kurz aufgetaucht wieder.